So, hallo und alle, zur nächsten Folge von Minecraft Galaxy. Letzte Folge war es ein schneller Ausstieg, weil die Zeit schon um war. Ja, folgendes. Ich habe es dann dementsprechend doch jetzt noch hinbekommen. Es war einfach das Problem, dass sie irgendwie noch nicht blacklisted waren, aber ich war mir sicher, ich habe alle eingestellt. Und logischerweise kann ich dann auch wieder das hier entfernen. Dann das Routed Interface Pipe dran, Interface Pipe dran setzen. Und dann kann ich hier die entsprechenden Dinger reinhauen. Sind die alle? Ja, Blacklisted, bla bla. Rein damit. Rein damit. So. Jetzt kann ich. Ups. Hier erstmal rausholen. Theoretisch. Oben reintun. So in der Art. Und dann hier oben nachfragen. Menü. Was geht ab? Glowstone und ich hätte gerne alles. Also vom Glowstone erstmal auswählen, dann auf alles klicken. Dann submit und dann kriege ich es mir hochgeschickt. Bam, 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 bam. Und dann hat hier der Glowstone alles drin, was ich haben will. Und dann kann ich mir das theoretisch holen. Und ja. So. Angeschlossen sind hier vorne die ersten Kisten. Und ja. Also die da. Und da können wir jetzt erstmal das ganze Zeug reinwürfeln. Was wir so an sich gerne mal loswerden wollten. Und zwar mache ich das am Anfang nochmal gerade per Hand. Weil wir es können. Erstmal alles raus. Es muss nicht mal geordnet sein, wenn wir uns das trotzdem alles abrufen können. So, Dias, Lapis, Pfeile, Schwert. Ja, oder warte mal kurz. Da habe ich eine Idee bekommen, was man machen könnte mit dem Ding. Nämlich. Ich glaube, das ist eine. Ja, ich bin ja Rechtshänder. Ich muss hier einen linken Slot rein tun, dass das rechte Schwert ist. Kann ich das machen? Und? Nee. Wo sind sie? Hier. Ein Zombie-Head mir nehmen. Ein Zombie-Head nehmen. Und der kommt dann daran. Hehehehe. Das ist ein Thumb-Wert. Bam. Gut. So. Dann als nächstes. Ich brauche... Ups, mal kurz. Vorsichtiger. Ich brauche... Eine Axt wäre auch noch cool. Die Axt wäre auch noch cooler als ein Schwert fast. Erstmal mein ganzes Zeug, was ich jetzt hier habe. Ich fange jetzt mal an, einfach mein ganzes verdammtes Zeug da umzusortieren. Und alles Wichtige nehme ich jetzt gerade mal. Oder was ich so in der Leiste habe, kommt erstmal da hin. Und der ganze Rest wird eingesammelt. Wir sortieren mal das Lager da ein. Damit wir endlich komplett drauf zugreifen können immer. Also und so, hier kommt alles in die Kisten rein. Gibt es nicht irgendeinen Spezialtrick? Also. Ja, nicht ganz. Irgendwie so was war das. So. Dann, nächste Kiste. So, die Shiny Ingots waren jetzt in der zweiten Kiste drin, der unteren, aber trotzdem müsste die hier jetzt angezeigt werden. Ups. Die angezeigt werden. Habe ich die? Da. Okay, alles mit drin. Alles schön mit drin. So, und die Kiste hier ist noch recht langsam, weil wir noch keine Upgrades für die Chips drin haben. Aber das kommt noch. Gut. So, jetzt können wir doch schon mal hier klar Schiff machen und so. Die Kiste ist schon mal leer. Fast leer. Alles an Holz kommt da erstmal rein. Zack. Und sofort wieder rüber. Und in die zweite Kiste oder so. Zack. Und das wird natürlich auch alles hier oben angezeigt im Lager. 1K Redwood. Schön. Schön, 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 schön. Das wird jetzt mal richtig genialst aufgeräumt. So genial. Immer damit ich was brauche, hole ich es mir einfach. Und ich. Das ist. Der Vorteil ist einfach, wenn ich was brauche, dann ziehe ich es mir raus. Und ich gucke nicht in eine Kiste rein und hoffe drauf, dass ich das finde, was ich brauche. Das heißt, ich habe einen kleinen Vorteil, weil ich halt immer nur das zwischen den Fingern kriege, viel organisierter. Was ich auch wirklich brauche und nicht, was ich zufällig sehe und ach, das könnte ich auch nochmal, auch da könnte ich nochmal, da könnte ich nochmal. Weil ich zufällig gerade das Item vor Augen habe und deswegen ist das so passend einfach. Zucker auch schon wieder weg. Nicht weg. Neu pflanzen müssen wir gerade mal. Weil wir wollen es ja effektiv immer einsetzen. Wir brauchen Papier immer wieder. Was denn, Zucker kann ich gleich mit reinfeuern am besten. Hinten wieder gewachsen, höchstwahrscheinlich. So, hingehen. Bam, alles wieder abernten. Bam, 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 bam. Ich bin nicht der Erste, der so ein Lager hat, aber trotzdem, ich finde es schön.
Also in der Hölle übrigens bringen die Hard-Kanister irgendwie gar nichts. Interessanterweise. Das ist schade. Schade. Alles einsam. Alles aus den Kisten raus. So lässt sich viel, viel besser arbeiten. Ja. Ich hoffe übrigens mal, das ist, apropos, es gibt noch ein kleines Problem. Sachen, die sich stacken. Beziehungsweise nicht stacken. Ich sollte ohne Scheiß einfach mal das Zeug hier reinfeuern. Damit das sich von alleine organisiert. Und von alleine, glaube ich, richtig zuordnet. Also wenn ich jetzt nämlich wieder die Sachen einfach so reinhau, dann kann es sein, dass halt, das Zeug sich nicht stackt in den Kisten, sondern dass ich wieder mal unten 5 rein tue, wo ich oben, keine Ahnung, 4 reingetan habe und dann werden 2 Speicherplätze verbraucht. Und das wäre blöd. Problem ist halt, oder Nachteil ist halt, dass ich hier oben nicht so viel Platz habe und ich mache mal kurz einen Upgrade-Chip. Und ja, ich tue mal hier das Zeug so rein. Das irgendwie geht. Ist gerade echt arg ein bisschen blöd. Dass ich das so mache. Ich brauche ein Upgrade. Ups, nicht die Suche. Upgrade und zwar sowas hier zum Beispiel. Redstone Gold Nugget, 0 Logic Ups. Redstone, so viel Redstone. Redstone Papier. So, da brauche ich immer Redstone Papier. Also. Ich hätte hier schon das meiste mal rausgeholt. Ich glaube, ich habe keinen Redstone mehr so grob übrig gehabt. Nee. Da habe ich nur Redstone. Redstone, Papier und Gold Nugget. So. Und Gold Nuggets kann ich mir theoretisch jetzt, Achtung, hier vorne mit holen. Was ich auch noch ein bisschen brauche, war Toast. Habe ich noch keins drin, verdammt. Doch, habe ich drin. Hier, ach, Bread Slice heißt es. Alle damit, die hätte ich gerade mal gerne. Jetzt fliegen die kurz hier hoch, danke. Weil ich brauche was zu essen. So. Dann brauche ich noch Papier. Hab ich kein Papier mehr drin gehabt? Sugarcane habe ich auch nicht drin gehabt. Verdammt. Dann war das hier. Ich habe doch schon Zuckerrohr einsortiert. Was weiß ich, gedingst. Da ist es doch. So. Und das würde ich dann ganz gerne mal zum Dings verhauen wieder. Na. Ich habe mir immer noch keine neue Maus geholt. Und Gold Nuggets brauche ich. Scheiße, haben wir gleich alles an Gold raus. So, da sind die Gold Nuggets. Oder das Gold an sich. Ich brauche ein paar Nuggets. Ich hoffe, das reicht. Und dann mache ich mir mal ganz kurz dieses LX-Upgrade. Oder erstmal das hier. Null Logic irgendwas. Ich glaube 6 brauchen wir. Und dann ein LX-Upgrade. Mache ich gerade mal 1. Ich hoffe, das reicht. Dann ein LY-Upgrade. Oh, Tralapis und ein LX-Upgrade. Also nochmal ein weiteres LX-Upgrade. 2 LX. Ich kann die bauen aufeinander auf, ne? Ich brauche 3. So, Lapis. Hatten wir auch schon hier. Submit, please. Das ist Lapis. Und dann Ellipse wird das gemacht. Für ein LZ brauche ich wahrscheinlich Ellipse. Ja, genau, dachte mir schon, Ellipse. Und Redstone und ein Emerald. Oh. Oh oh. Emerald habe ich auch schon reingehauen. Glaube ich. Habe ich noch nicht? Nee, ich habe noch kein Emerald reingehauen. Irgendwo war mir sicher, dass ich noch Emeralds hatte. Dann sind die wahrscheinlich noch hier drin. Ja, einen kann ich mir machen. Und dann mache ich mir eben mal schnell das eine LZ-Upgrade. So. Kann ich ja theoretisch hier hingehen. Mir den Extractor-Chip klauen. Ups.
den Extractor-Chip modifizieren. Wie ging nochmal die Modifizierung? Achso, da brauche ich hier ein Remote Control, war das hier, glaube ich? Nee. Warte. Nee. Einen Wire Debugger war das nicht. Es war so eine Art Fernbedienung. Die hier. Router Utility. Redstone, Emerald und Eisen. Ich sehe schon, es wird teuer. Eisen. Redstone. So. Das hole ich mir gerade mal. Und einen Emerald nochmal. So kann man davon noch ein paar. Dann kann ich mir dieses Utility Tool basteln. Mit dem Ding kann ich jetzt hier drin bei diesem Chip Verbesserungen ansetzen. Ich weiß auch gar nicht, welche Richtung jetzt die Richtung. Ich habe mir die na komm schon. Geht das? Ja. Geht's? Kann ich gleichzeitig reinlegen? Geht. Und den Z. Ich hoffe mal, das geht jetzt. Ja. Halt installiert. Jetzt müssten halt. Ich habe die rechten Dinge habe ich noch nicht gemacht, aber. Jetzt müsste der hier. Abgehen wie sonst was eigentlich. Ja. Bam, bam, bam. Der frisst jetzt hier das Zeug raus. Wie sonst was. Es war so schnell, dass es einfach schnell genug ist. Also in gewissen Abständen halt, aber wenn der was zieht, dann bam, hetzt der durch. Achtung, gleich kommt's wieder. Einem Schlag heizt der. Trommelwirbel. Es dauert immer kurz einen Moment. Ist der nächste Runde. Na komm schon. Ah, da ist schon alles raus. So. Und das wird halt dann hier ein bisschen gezielter eingeordnet und stackt sich hoffentlich auch da drauf. Pen brauche ich gar nicht mehr. Kann ich mir sparen. Jedenfalls. Bam, 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 bam. Erstmal hier alles. Alles, was geht, raus. Von den Mods. Dam, 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 dam. Und dann. Das fliegt jetzt so schnell raus, kannst gar nicht reinfüllen fast. Router zähle ich euch auch mal raus. Hiervon alles. Ansonsten manche Gene lasse ich halt auch mal da. So, dann hier nochmal alles raus oder den Rest. Klick, 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 klick ohne Ende. Aber so macht man eben die Geschichte mit dem Lager. Und alles einlagern. Meine arme Maus. Ja. Das ist natürlich geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kurzer Cut oder... Ja, Cut. Okay, ich bin wieder da. Ich bin irgendwie nur ganz kurz runtergeflogen. Der Server war nicht offline dann danach. Keine Ahnung warum. Wurde einfach kurz gekickt. Wahrscheinlich, weil ich hier gerade übelst abgehe und alles mögliche durch die Gegend schieße. Es darf aber eigentlich nicht sein. Sollte eigentlich keine Probleme machen. So, die Kiste leer. 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 Hier ist jede Menge Zeug drin. Jede Menge Zeug. Oh yeah. Na komm schon. Und einmal einsortieren. Oh yeah, ist halt jetzt ein bisschen langwierige Arbeit, aber dafür räumen wir endlich mal, diesen Müll auf. Ich hoffe, es ist nicht allzu langweilig, denn... Nee, Wither schaffen wir nicht mehr. Schade, ich wollte gerade schon sagen... Wir machen noch den Wither. Wither kommt in der nächsten Folge. Aber das ist gerade so ein Item Rage hier. Oh, ich weiß nicht, was ich bei denen machen soll. Die behalte ich nochmal irgendwie extra oder so, weil ich habe sonst keinen Überblick, was war. Ich
glaube, das Lagersystem frisst das nämlich nicht. Ich glaube, das Lagersystem frisst jetzt nicht, was war. Und das ist eher schade. Ich vermute es mal, dass es das nicht auf die Reihe kriegt. Was haben die Skin Scales? Ändern wir noch, okay. Und das erstmal raus. Schön. Schön, schön, schön. Nee, nee. Und nächster Rage. Alles raus. Alles raus, alles raus, alles raus. Ohne lang Gezeter. Rausfeuern. Ich glaube, das passt schon so vom Upgrade. Ich meine, kommen sonst eh nicht dazu, dass wir immer so viele Items so wahnsinnig schnell einsortiert haben müssen. Das passt schon von der Geschwindigkeit. Das können wir so lassen. Ich hoffe echt gleich, dass es jetzt alles war von Items. Und dann haben wir es geschafft. Und ich sehe schon, wir haben nicht genug Speicherplatz. Das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Die Items schwirren hier oben rum, weil sie keinen freien Platz mehr haben. Und deswegen, ja, wir haben ja noch zwei übrig und dann kommt das da. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part und dann kommt der Wither. Und ciao.